Ja, meine Damen, meine Herren, begrüße Sie recht herzlich zum Vortrag Smart Construction Solutions. Mein Name ist Hendrik Niewig. Ich arbeite für die Firma Device Insight und möchte Ihnen heute einen kleinen Überblick geben über IoT-Anwendungsfälle, die sich auf den Bereich des Bauwesens übertragen lassen. Ich würde ganz kurz mit einer kleinen Vorstellungsrunde starten. Einmal die Firma Device Insight vorstellen, wer wir sind, was wir machen und möchte dann eingehen auf die Themen, wie kann man IoT-Anwendungsfälle übertragen in den Bereich Bauwesen und möchte dann auf Use Cases eingehen, die wir umgesetzt haben, die in der Branche funktionieren aus unserer Sicht und vielleicht auch einen kleinen Ausblick geben, wieso sich der Markt verändert hat. Aus unserer Sicht, wie so Anwendungsfälle, über die wir vielleicht vor 3, 4, 5 Jahren gesprochen haben, früher noch nicht funktioniert haben, heute aber eine deutlich bessere Chance haben, auch umgesetzt zu werden. Wichtiger Aspekt aus meiner Sicht ist das Thema Datenmodellierung. Da möchte ich dann später noch darauf eingehen, warum das einer der wichtigen Kriterien ist, wie man solche Lösungen umsetzt. Und dann möchte ich das Ganze nochmal abschließen damit, wie man Lösungen aufsetzt, also von der Ideenfindung her bis in die Umsetzung. Kurz einmal zur Firma Device Insight. Wir nennen uns selber IoT-Pionier. Wir sind mittlerweile ca. 20 Jahre im Markt und haben hier in München ein Unternehmen gestartet, was sich mit dem Thema Maschine-zu-Maschine-Kommunikation beschäftigt hat. Damals gab es den Begriff IoT so noch nicht, also der war vielleicht in Forschung und Lehre, kam der so langsam, aber eigentlich sprach man zu dem Zeitpunkt mehr von M2M, Machine to Machine. Im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus hieß das Ganze noch Fernwirken und Fernwarten, aber die Anwendungsfälle, die Lösungen haben sich natürlich weiterentwickelt, ganz klar, aber eigentlich hat man das Gelernte, die Pionierarbeit, die man damals geleistet hat, übertragen und heute sehen wir, dass wir IoT-Projekte at scale umsetzen, dass der Bereich IoT für viele Unternehmen mittlerweile businesskritisch geworden ist und das Ganze also eine riesige Population bekommen hat und freut uns natürlich, das Ganze so sehen zu können und auch begleiten zu können. Wir sind ein Softwarehaus, eben hier aus München. Wir sitzen auch gleich hier nebenan in der Nähe der Messe. Und wir fokussieren mit Softwarelösungen auf drei Hauptbereiche. Wir kommen aus dem Bereich Industrie und Automation. Das ist also so unser Kerngebiet. Wir gehören mittlerweile seit einigen Jahren zum Augsburger Roboterhersteller KUKA und lösen entsprechend auch die IoT-Anwendungsfälle für KUKA, bedienen aber weiterhin verschiedene andere Märkte auch und setzen Lösungen in anderen vertikalen Märkten um. Über die Jahre haben wir sehr, sehr viele Projekte im Bereich Telematics und Fleet Management gemacht, also von Applikationen, Sonderfahrzeugbau, aber auch Pkw-Applikationen mit Populationen über 100.000 Fahrzeugen haben wir dort entsprechend auf IoT-Systemen umgesetzt. Und was für IoT ebenfalls ein sehr, sehr wichtiger Anwendungsfall ist, sind die sogenannten Smart Products, die stationären Geräte. Kennt jeder sicherlich auch die smarte Heizungsanlage zu Hause oder die smarte Kaffeemaschine. All das, also diese klassischen Anwendungsfälle, die man heute im Bereich IoT abbildet. Über die Jahre sind dann da halt so rund 200 Projekte entsprechend entstanden. Und wir haben über die Zeit eine Population von über 1 Million Geräte über die Projekte hin vernetzen können. Ich selber leite bei der Firma Device Insight das Presales Engineering und Consulting, bin auch selber mittlerweile gute 16, 17 Jahre bei der Firma mit dabei, habe die Firma sehen können, wachsen und gedeihen sehen. Freut mich natürlich auch, von einer kleinen Firma, von einem Startup eigentlich, das Ganze mittlerweile zu einem angesehenen Player mit 100 Mitarbeitern hochzuführen.
Ich selber schaue sehr stark in den Bereich Factory Automation rein, bin also eins der Bindeglieder auch zu unserem Mutterkonzern, der KUKA. Und ich bin noch stärker im Bereich der Standardisierung tätig. Und da möchte ich später in meinem Vortrag auch noch etwas drauf abheben. Wenn wir uns heute mal IoT-Lösungen angucken, was sind eigentlich so die Anwendungsfälle, was sind die Use Cases, die mich dort umtreiben? Warum setze ich eigentlich eine IoT-Lösung ein? Früher hat man vielleicht, weil man das Thema mal ausprobieren wollte, mal einen Proof of Concept, also eine technische Machbarkeit nachweisen wollte, hat man eine IoT-Lösung eingeführt und hat dargestellt, ja, technisch lässt sich das umsetzen. Aber über diesen Punkt ist man natürlich heute drüber hinaus. Heute hat man spezifische Use Cases, die man erfüllen möchte, die man realisieren möchte. Man möchte ein Geschäftsmodell unterstützen beispielsweise etc. Und dafür kommen natürlich IoT-Lösungen heute zum Tragen. Und auch in unseren Projekten, die jetzt hier im Baumarktkontext relevant sind, geht es häufig um Anwendungsfälle. Einerseits darum, wo sind meine Assets, wie geht es meinen Assets, was machen diese Assets. Das heißt, das Thema Asset Management kann aus unterschiedlichen Gründen sehr, sehr relevant sein. Es kann sein, dass ich eine kleine Population von Assets habe, die habe ich vielleicht global verteilt. Und die sind an Orten, die sind schlecht zugänglich. Ich kann die Geräte nicht einsehen, möchte aber trotzdem wissen, wie geht es meinen Geräten? Können die noch ihren Job erfüllen, den sie eigentlich haben? Das wäre also dieses Teil Asset Management. Für Kunden, die sehr große Populationen von Geräten haben, kommen andere Anwendungsfälle zum Tragen im Asset Management. Denen geht es vielmehr darüber, welche Serialnummern sind gerade bei welchem Kunden, in welchem Softwarestand sind die Geräte, falls es intelligente Geräte sind, muss ich Updates ausführen, wann geht ein Gerät vielleicht end of life, wann muss ich das abkündigen etc. Also diese Fragestellungen kommen im Asset Management auch zum Tragen, allerdings bei anderen Kundenstrukturen, wenn ich also größere Populationen im Feld habe. Die Daten kann ich natürlich einerseits real-time aufnehmen, also wirklich dieses Thema real-time Datenanalyse, Einsehen von den Daten, auf den Daten auch agieren. Das ist dieser real-time Blick. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich auch Schlüsse ziehen aus den historischen Daten. Wichtig auch im Bereich des Asset Managements sind gerade bei großen Populationen Automatisierungen. Wenn ich beispielsweise Geräte zu einem Servicepartner bringe und die dort serviciert werden sollen und der Kunde dort Zugriff auf die Daten zu diesem Gerät erlangen soll, dann lässt sich sowas über automatisierte Geofencing-Regeln entsprechend realisieren. Das heißt, ich kann relativ viel von Handarbeit aus solchen Systemen herausnehmen und kann das durch Regel-Engines etc. realisieren lassen. Wenn ich kluge Geräte habe und Maschinen, Assets, Anlagen etc. werden immer klüger, kommt natürlich als nächster Anwendungsfall, den ich gerne adressieren möchte, das Thema Condition Monitoring auf. Das heißt, ich habe einen konstanten Datenstrom von Telemetriedaten, die mir ein Gerät senden kann. Diese Daten laufen dann eben in Datenplattformen, in IoT-Plattformen ein. Und auf diesen Daten möchte ich einen konstanten Analysefluss natürlich entsprechend realisieren. Das kann ich einerseits reaktiv und manuell machen. Das heißt, Servicetechniker sitzt wirklich an der Plattform am entsprechenden Frontend, schaut in die Daten rein. Das ist natürlich auf jeden Fall immer möglich. Macht man in der Regel dann, wenn ich eine Herausforderung, wenn ich ein Problem mit einem Gerät habe und der Servicetechniker mal draufschauen sollte, wie verhält sich das Gerät? Ich schalte es jetzt ein, schau mal nach, ob du was in den Daten siehst. Das ist also so der manuelle Prozess. Aber auch dort wieder bei großen Populationen möchte ich natürlich mehr und mehr automatisieren. Das heißt, die Workflows, die ich habe als Anwender, möchte ich natürlich eigentlich in Software-Pipelines gießen. Ich möchte das Ganze automatisieren, sodass das System idealerweise eine automatische Vorüberwachung der Daten vornehmen kann. Das ist also einmal so dieses Thema des Live-Datenstroms, den ich entsprechend analysieren kann. Und
Das ist aber eben nur dieser eine Teil. Im Bereich Condition Monitoring habe ich also einmal natürlich das Reagieren auf Probleme zum Beispiel. Irgendwas mit meinen Messdaten stimmt nicht mehr so und ich möchte darauf reagieren. Aber auf der anderen Seite habe ich auch planbare Herausforderungen oder planbare Aufgaben, wie ganz normal so etwas wie die Wartungsplanung. Ja? Also gerade hier im Baukontext, Projekt umgesetzt vor einigen Jahren mal, wo es um so etwas wie Meißelverschleiß beispielsweise geht. Also ein Meißel jetzt, der konstant in Benutzung ist, unterliegt eines Verschleißes und die Anwendungsfälle sind aber ja sehr unterschiedlich. Also wenn ich den Meißel in sehr hartem Material verwende, verschleißt er anders, als wenn ich ihn in weichem Material verwende. Und das heißt, mit einer einfachen, regelbasierten Wartungsplanung nach so und so vielen Stunden muss etwas gemacht werden, komme ich gegebenenfalls nicht weiter. Oder ich hebe zumindest nicht die Potenziale, die ich eigentlich haben könnte. In Kombination mit einer Bilderkennung haben wir dort dann mit dem entsprechenden Kunden gemeinsam ein System realisiert, wo die Meißeldaten analysiert wurden. Die voranalysierten Daten wurden Richtung Cloud gesendet und dort wurde dann mit der Regel-Engine darauf reagiert, in welchem Zustand sind die Meißel, muss ein Service-Team rausgeschickt werden, um den Verschleiß entsprechend zu beheben und um neue Meißel zu montieren. Also das heißt, ich kann durch eine Erweiterung von einem klassischen Condition Monitoring kann ich in meine Wartungsplanung, in meine Wartungssteuerung eingreifen. Und das sehen wir einerseits hier in diesem Kontext, aber das sehen wir ganz stark auch natürlich im Maschinen- und Anlagenbau, wo es von diesen Konstellationen schon deutlich mehrere gibt. Noch einmal einen Schritt zurück vielleicht zum Thema Asset Management, was ja vielleicht so der erste Einstieg ist in das Thema IoT. Warum möchte ich ein IoT-System einsetzen? Und warum haben sich diese Systeme über die letzten Jahre vielleicht noch nicht so richtig durchgesetzt? Ganz klar, was man sagen kann, das Preismodell und das Preisniveau von Geräten zum Tracking etc. hat sich ganz klar verändert. Das heißt, die Geräte sind global besser einsetzbar geworden. Netzwerk-Coverage bei mobilen Geräten ist deutlich besser geworden. Es hat Änderungen in der Technik gegeben durch Lösungen wie beispielsweise Narrowband IoT oder die sonstigen Low-Power-Warn-Netzwerke, Sigfox, LoRaWAN etc., die es jetzt also ermöglichen, Use Cases zu realisieren, die früher zwar technisch machbar waren, aber die einfach vom Geschäftsmodell her sehr schwierig zu realisieren waren. Das heißt, diese eine Challenge, gerade die kommerzielle, hat sich auf jeden Fall, ich würde nicht sagen aufgelöst, aber die Schwierigkeit ist nicht mehr so stark, wie sie früher einmal war. Dann, was man gesehen hat, gerade sehr, sehr spitze, vertikale Lösungen treffen einen spezifischen Use Case. Das ist auch sehr, sehr gut. Ich kann meine Lösung implementieren für Container-Tracking beispielsweise oder für Tracking in einer Werkhalle oder Ähnliches. Da gibt es sehr spezifische Lösungen. Wenn ich aber jetzt rechts und links von diesen Herausforderungen denken möchte, dann habe ich eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder kann ich meinem Anbieter oder meiner Lösung, mit der ich das realisiert habe, sagen, erweiter doch bitte dein Portfolio und mach andere Use Cases möglich. Oder ich gehe mit einer etwas anderen Herangehensweise ran und denke mehr in Plattformen und setze also eine Lösung auf, die generischer gehalten ist, aber auf der ich dann die entsprechenden Use Cases ebenfalls umsetzen kann. Das heißt, diese vertikalen Lösungen sind extrem gut, wenn ich einen ganz spezifischen Anwendungsfall habe, dann passen die perfekt und dann tun die auch genau das, was ich erwarten würde. Wenn ich allerdings rechts und links schauen will oder vielleicht auch heute noch gar nicht weiß, wo ich in 2 Jahren sein möchte, kommen da neue Use Cases hinzu, dann bin ich mit einer vertikalen Lösung gegebenenfalls nicht so ideal aufgestellt. Dann noch eine weitere Sache. Man sollte heute bei der Implementierung
allgemein von IT-Lösungen, und ich spreche jetzt wirklich von Digitalisierungslösungen und nicht von IoT-Lösungen, sollte man immer schauen, gerade in einem großen Unternehmen, wie passt meine Lösung eigentlich in die IT-Strategie vom gesamten Unternehmen rein. Es führt zu erstaunlich viel Friktion, wenn es beispielsweise eine IT-Strategie gibt, die besagt, wir setzen jetzt mehr und mehr von unserem System auf Cloud-Provider XY, und dann kommt man aus dem Fachbereich mit einer Lösung, die auf eine ganz andere Technologie setzt. Das Ganze später zu kombinieren, wird sehr, sehr aufwendig, und vielleicht ist es manchmal ein bisschen besser, mal einen Schritt zurückzugehen und nicht nur in der spezifischen Lösung zu denken, sondern auch erstmal zu schauen, was ist eigentlich meine technologische Basis, was bringt mir auch mein Unternehmen mit, und kann ich nicht auf dieser Lösung entsprechend mit smarten Systemintegratoren oder mit eigenen Kapazitäten entsprechend Lösungen realisieren. Dann zum Thema Condition Monitoring, was ja so ein bisschen so die Stufe 2 wäre. Was sind denn da die eigentlichen Herausforderungen gewesen, die wir auch immer gesehen haben? Einerseits natürlich der Wunsch, an Maschinendaten heranzukommen. Ganz egal, ob es jetzt eine Maschine ist, die ich selber herstelle, oder von einer Maschine, von der ich einen großen Fuhrpark beispielsweise habe. Der Wunsch ist natürlich immer da, aber es gibt natürlich Komplexitäten, um an diese Daten heranzukommen. Was sind die richtigen Schnittstellen? Darf ich an die Daten eigentlich heran? Wenn ich an die Daten herankomme, kann ich die überhaupt interpretieren? Was kann ich mit diesen Daten auch machen? Ja? Das heißt, dieses Thema Telemetriedaten zu erfassen, das hat sich früher sicherlich als eine große Herausforderung dargestellt. Im industriellen Sektor ist das vergleichsweise lösbar, weil man dort immer über Interoperabilität spricht natürlich. Die eine Steuerung muss mit der anderen sprechen, und es gibt halt gewisse Standards für die Kommunikation. Es gibt aber auch Branchen, gerade im Consumer-Elektronik-Bereich zum Beispiel, wo es nur so wimmelt von proprietären Lösungen, wo man quasi gar keine Möglichkeit zu einer Integration hat. Das heißt, da gibt es technische Herausforderungen, die man lösen musste. Das heißt, diese proprietären Themen sind sehr, sehr schwierig. Fehlende Standardisierung ist auf jeden Fall ein Roadblock. Das kann man ganz klar sagen, weil man kann sich für sein eigenes Unternehmen, für seine Branche kann man eine Lösung bauen. Aber wenn man rechts und links schauen will, dann fehlen entsprechend wieder die Standards. Wie komme ich denn eigentlich weiter? Dann noch eine Challenge, wo wir wieder bei diesem Thema sind. Was möchte ich eigentlich erreichen? Möchte ich einen Proof of Concept machen, einen technischen Durchstich, kann ich oftmals machen. Ich sammle Telemetriedaten, alles ist gut, alles ist schön. Ich pumpe gigabyteweise Daten in irgendwelche Clouds rein, aber steckt da eine Werthaftigkeit drin in diesen Daten? Die Frage sollte man sich sehr, sehr, sehr früh stellen. Dieses Herangehen, erstmal technisch das Ganze zu realisieren und dann zu schauen, was habe ich in den Daten, führt häufig zu Frustration. Also lieber einen Schritt zurückgehen, lieber nochmal einmal ans Whiteboard und wirklich mal definieren, was sind eigentlich die Use Cases, die ich realisieren will. Das heißt, wirklich Use Case basiert an solche Lösungen heranzugehen und nicht das Ganze, und dazu neigen wir vielleicht alle, gerade wenn man aus Technologieunternehmen kommt, nicht so einen Technology Push zu machen, sondern eigentlich eher so einen Use Case oder Market Pull entsprechend zu realisieren. Ich habe jetzt mal zwei Beispiele mitgebracht, wo das aus meiner Sicht sehr, sehr gut funktioniert. Das eine ist der Bereich Landwirtschaft. Dort habe ich ja immer die Konstellation, ich habe auf der einen Seite die Maschinen, vielleicht jetzt den Traktor, dann habe ich das entsprechende Gerät, was angehängt wird an den Traktor, das Implement, und dann habe ich zusätzlich noch, und das steht häufig in solchen Lösungen im Vordergrund, ich habe den Job, der erledigt werden muss. Das heißt, der Traktor plus jetzt vielleicht der Düngemittelstreuer sollen einen Job erfüllen. Und die Landwirtschaft oder die landwirtschaftliche Industrie hat es geschafft, das Ganze in Standards zu überführen. Das heißt, wir haben dort etwas, eine Beschreibung wie eine Jobdatei, nennt sich dort entsprechend Ackerschlag, wo also alle Entitäten, die relevant sind, der Traktor, der Düngemittelstreuer, das Düngemittel, aber auch der Acker, den ich bestellen will, die sind alle dort drin repräsentiert. Das heißt, das ist modelliert worden,
Und da laufen alle Daten, die relevant sind, laufen in diese Ackerschlagkartei rein. Und sehr, sehr erfolgreiches IoT-artiges System, was wir entsprechend realisiert haben, kümmert sich darum, diese Jobdaten vom Traktor zu einer Middleware zu bringen und von der Middleware wiederum Konsumenten, nämlich den Verwaltungssoftwaren, entsprechend zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die eigentlichen Telemetriedaten vom Traktor gehen ein bisschen in den Hintergrund. Was dort ganz klar im Vordergrund ist, sind die Jobdaten der Arbeit eigentlich. Anderes Projekt geht in eine ähnliche Richtung. Geht es um Feuerwehrfahrzeuge, auch dort Telemetriedaten zu erheben von so einem Feuerwehrfahrzeug ist realisierbar. Ja, ich habe einmal das Chassis, das ist LKW-Basis, da bekomme ich also schon über die entsprechenden Fleet-Management-Schnittstellen bekomme ich Daten und den Aufbau hat der Hersteller selbst unter Kontrolle. Das lässt sich realisieren, aber auch dort sind wir mit dem Kunden einfach einen Schritt zurückgegangen und haben mal gesagt, was sind denn die Anwendungsfälle? Was möchtest du realisieren mit der Plattform und vielleicht, was möchtest du eben auch nicht realisieren? So etwas wie eine Distribution, also eingreifen in die Prozesse, wenn ein Notfall beispielsweise ist und der Löschzug muss ausrücken, da gehen wir explizit nicht rein mit dieser Lösung. Dafür gibt es Systeme. Was allerdings relevant ist, ist das Asset Management beispielsweise auf den Fahrzeugen selbst drauf. Damit das Team, was den Löschzug übernimmt, das möchte ja sicher sein, wenn ich einsteige in das Fahrzeug, dass alle entsprechenden Tanks richtig befüllt sind, ist genug Löschmittel auf dem Fahrzeug und. Also diese Informationen werden auch über die IoT-Plattform entsprechend bereitgestellt und das erweist sich als einen Mehrwert, weil es die Arbeit für die Menschen, die dort in einer Not- oder in einer Unsicherheitssituation eigentlich arbeiten müssen, dann nimmt die Plattform denen einfach die entsprechende Arbeit ab. Das auch noch so als ein kleines Beispiel. Jetzt habe ich schon relativ viel zu dem Thema Datenmodellierung gesagt und habe im Bereich der Landwirtschaft auf das Thema AgroXML etc. Abgehoben. Und da möchte ich auch noch mal ganz klar sagen, das ist aus unserer Sicht extrem wichtig. Also der sogenannte digitale Zwilling ist ja, in aller Munde. Ich kann nur so viel sagen, unter diesem Begriff verstehen unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Disziplinen sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Was man auf jeden Fall herausheben sollte, ist, digitale Zwillinge können einerseits materielle Objekte, die Maschine beispielsweise umfassen. Aber was man eben auch in einem digitalen Zwilling berücksichtigen muss, dass sowas wie ein Job ebenfalls darin modelliert werden kann. Und ich habe also eine Übergabe dann auch von den Informationen eines digitalen Zwillings. Der Zwilling kann von einer Maschine zur nächsten durchwandern oder vielleicht in einem Bauprozess auch von der einen Maschine zur nächsten, von dem einen Gewerk zum anderen wandern. Das ist alles denkbar im digitalen Zwilling. Man sollte also da schon entsprechend schauen, wie modelliere ich so etwas, was sind auch die entsprechenden Branchenvorgaben oder Empfehlungen, wie man so etwas machen kann. Ich habe hier mal ein Bild genommen, das ist, glaube ich, aus dem VDMA getriebenen OPC-UA for Mining, wo mal dargestellt wird, welche Entitäten, welche Player gibt es denn eigentlich zum Beispiel jetzt hier in dem Fall im Mining, glaube ich. Ja? Da sind dann so Objekte wie ein Förderband beispielsweise schon modelliert und wenn ich so etwas benötige, dann kann ich auf so einen Standard entsprechend zurückgreifen. In der Industrie sehen wir das relativ viel. Ich selber bin auch aktiv in der OPC Foundation, genau zu dem Thema, zur Standardisierung. Man hört es ja gerade im Bereich der Industrie, aber jetzt auch heute schon spannende Gespräche auch mit Sicherheitssteuerungsherstellern zu dem Thema gehabt. OPC-UA als Datenschnittstelle sieht man auch auf Fahrzeugen beispielsweise, auf Sonderfahrzeugen, auf Highway etc. deutlich mehr. Und es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, was OPC-UA eigentlich ist und was es entsprechend nicht ist.
Man darf es nicht verstehen als reines Kommunikationsprotokoll. Es bringt so etwas wie Kommunikation mit. Also wenn ich eine Steuerung habe, die mit einer weiteren Steuerung kommunizieren soll oder eine Steuerung, die mit einem Cloud-Backend-System kommunizieren soll, das bringt OPC-UA mit. Was OPC-UA aber auch mitbringt, ist eine Möglichkeit zur Datenmodellierung. Das heißt, die Informationen, die ich im digitalen Zwilling habe, meine Serialnummer von meinem Asset, Informationen darüber, wie viele Art von Achsen beispielsweise habe ich, Auslegerlänge, all solche Themen kann ich entsprechend in einem OPC-UA-Datenmodell mit ablegen und kann es der Maschine entsprechend mitgeben. Das heißt, die Maschine kann sehr aussagefähig werden darüber, was sie selber beherrscht und was sie nicht beherrscht, also welche Capabilities sie hat. Das lässt sich in OPC-UA entsprechend modellieren. Wird an den ein oder anderen Stellen auch schon so gemacht. Das sieht man dann aber auch weniger in der eigentlichen Unified Architecture, also nicht in der Protokollspezifikation, sondern in den sogenannten Companion Specifications, wo also entweder sowas wie Mining beispielsweise modelliert wird oder spezielle Anwendungsfälle, spezielle Maschinentypen wie der Roboter beispielsweise oder die Werkzeugmaschine. Die haben also eigene Companion Specifications, wo diese Maschinen explizit drin beschrieben sind. Warum ich OPC-UA weiterhin für sehr, sehr smart halte, ist, es ist die definierte und sichere Schnittstelle zu meiner Maschine. Also wenn ich meine physikalische Maschine, wo ich Feldbusse beispielsweise habe, die per se erstmal nicht abgesichert sind, sondern das sind unsichere Netze, wenn ich die nach außen öffnen möchte, habe ich potenziell ein Sicherheitsproblem. Wenn ich dort an der Kante aber OPC-UA entsprechend einsetze, dann bringt es ein State-of-the-Art-Security mit. Das heißt, Zugriff auf die Maschine ist user-basiert mit Zertifikaten. Es ist gefordert, dass es immer über eine sichere Verbindung passiert etc. Und ich kann also schon an dieser OPC-UA-Kante kann ich Sicherheit gewährleisten. Das ist sehr, sehr vorteilhaft und es ist eben nicht nur dafür da, um Telemetriedaten zu publizieren, sondern ich kann darüber File-Austausch realisieren, ich kann darüber schreiben in Maschinen, sofern es sicher möglich ist, kann ich darüber schreiben, ich kann Jobs auslösen, Jobs hin transferieren auf die Maschine. Alles so etwas bietet mir entsprechend OPC-UA. Ich sage nicht, dass es die einzige Möglichkeit ist. Es gibt andere sehr leistungsfähige Protokolle und Konzepte. Das kennen wir eben als de facto Standard in der Industrie und sehen es eben auch im Fahrzeugbereich mehr und mehr, gerade an der Stelle, also von Gateway in Richtung Cloud, dass sich dort entsprechend die UA-Schnittstelle durchsetzt. Wenn ich jetzt denke, okay, ich möchte jetzt in mein IoT, in mein Digitalisierungsvorhaben reinstarten. Wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, was ich für sehr, sehr wichtig halte, ist, man sollte auf die Use Cases schauen und sollte passend zu den Use Cases die entsprechende Implementierung starten. Das heißt, schauen, das ist im Prinzip ein Kreislauf, den man mehrfach durchläuft. Man schaut erstmal, was gibt es an Technologie, was sind die entsprechenden Standards und so weiter. Was kann ich implementieren? Ich muss ja das Rad nicht immer neu erfinden. Damit kann ich starten. Dann sicherlich wichtig ist, was soll meine Lösung leisten und was soll sie vielleicht auch nicht leisten? Also wie skalierbar muss die Lösung sein? Will ich damit an einen globalen Rollout gehen oder reicht mir das eigentlich, meine Population von Assets in Deutschland aufzuschalten? Das kann ja vollkommen okay sein. Dann kann ich aber auch mein IoT oder mein IT-Backend entsprechend anders dimensionieren. Dann ganz klar, was darf es mich denn eigentlich kosten? Also was soll so eine Lösung kosten? Einerseits in der Implementierungsphase mache ich das alles mit eigenen Mitteln, hole ich mir externe Unterstützung dazu und natürlich aus unserer Erfahrung raus, diese Digitalisierungsprojekte, diese IoT-Systeme, das sind Langläufer, die implementiert man und die benutzt man in der Regel 5 Jahre, 8 Jahre, 10 oder mehr Jahre. Das heißt, auch die laufenden Kosten sollte man relativ frühzeitig mitkalkulieren und einfach mit in Erwägung ziehen, weil über die Total Cost of Ownership von so einer Lösung sind die Betriebskosten nachher ein riesiger Teil.
Maintenance gehört eben entsprechend auch dazu. Operations, kann ich das selber leisten? Brauche ich einen Dienstleister dafür? Das sollte man sich entsprechend anschauen. Und natürlich, jeder hat die Information oder hat immer wieder die News natürlich gesehen. Ende-zu-Ende-Security ist extrem wichtig. Man kann eine Lösung heute nach State of the Art absichern. Man sollte aber auch immer die Möglichkeit haben, nachbessern zu können. Das heißt, Geräte ausliefern, heute in den Markt bringen und dann Zero Touch, die werde ich niemals wieder anfassen. Und das mit Geräten, die im Internet hängen, um es mal plakativ zu sagen, ist extrem schwer. Man sollte also heute immer die Möglichkeit haben, nachbessern zu können, neue Verschlüsselungsalgorithmen auf die Geräte runterbringen zu können. Und da helfen einem IoT-Lösungen. Man sollte es nur entsprechend im Hinterkopf behalten. Jetzt möchte ich eigentlich auch mit einer kleinen Zusammenfassung dann auch schließen. Was sind so ein bisschen die Key Findings aus unserer Perspektive, auch aus der entsprechenden Erfahrung aus fast 20 Jahren von diesen M2M und IoT-Projekten? Die Herausforderungen, die man vielleicht vor 5 Jahren, vielleicht auch vor 3 Jahren gesehen hat, können heute einigermaßen umgangen werden. Also das Thema Kosten beispielsweise, Global Coverage, Lösungen, die nur zu spitz auf einzelne Use Cases gehen, alles das lässt sich heute relativ gut umgehen. Da findet man smarte Lösungen. Insgesamt sollte man viel stärker im Thema Digitalisierungsplattform denken und nicht nur über einzelne IoT-Lösungen, nicht nur über Asset Management nachdenken, sondern lieber schauen, wie kann ich eigentlich den Use Case Asset Management in meine Digitalisierungsstrategie und Digitalisierungsplattform einbauen. Das Ganze idealerweise in Abstimmung mit der entsprechenden IT-Strategie. Dann hat man mehrere Stakeholder, die interessiert sind an so einer Lösung und das lässt sich viel, viel schöner integrieren. Die Modellierung von Daten ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Man kann selber loslegen und ein Modell bauen etc. Man kann aber eben entsprechend auch schauen, was sind eigentlich die Standards, wer hilft mir da, wer hat schon etwas vormodelliert, kann ich nicht dort an der Stelle aufsetzen. Ja? Muss ich einen Motor selber neu modellieren oder gibt es dafür ein Modell? Das sollte man im Hinterkopf behalten. Dort eben nochmal der Hinweis, in die Standards bitte reinschauen. Die Arbeitsgruppen leisten da sehr, sehr gute Arbeit. Und man muss die Standards ja auch nicht immer durchimplementieren, sondern man kann die ja auch animplementieren. Man kann die bis zu dem gewissen Grad, den man benötigt, nutzen und vielleicht dann auch sagen, mir reicht es, wenn ich 50% oder 80% davon realisiert habe. Und dann als letzten Advice nochmal, in Use Cases denken, davon eigentlich kommen und sich wirklich auch einfach zwingen, nicht sofort in Lösungen und vor allen Dingen nicht sofort in technischen Lösungen zu denken, sondern wirklich, was ist eigentlich meine Herausforderung, was ist mein Job to be done, den muss ich mir hervornehmen und den muss ich runterdeklinieren mit Vorteilen, mit Nachteilen, welcher Business Value steht dahinter und erst wenn ich das einfach, wenn das alles durchgelaufen ist, wenn da ein klarer Business Case im Vordergrund steht, dann kann ich in die technische Lösung reingehen. Das nochmal als Hinweis. Man muss sich immer wieder selber dazu zwingen, ist aber sehr, sehr fruchtbar, wenn man das Ganze intern macht, aber natürlich auch mit seinen Kunden. Damit möchte ich schließen. Ich hoffe, es war interessant für Sie. Wenn Sie Fragen haben, wir begrüßen Sie gerne natürlich noch hier bei uns am Stand. Wir sind in Halle A2 am Gemeinschaftsstand IT am Bau und stehen natürlich für Fragen, Anregungen etc. Ihnen noch sehr, sehr gerne zur Verfügung. Vielen Dank.